Derzeit wird darüber diskutiert und Gutachten eingeholt, ob es zu einer Enthaftung von Josef Fritzl kommen könnte. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn? Denn immerhin spricht man davon, von ihm würde keine Gefahr mehr ausgehen. Naja, wenn man weiß, dass es eigentlich schon ein Gutachten gegeben hat, das ihm das eigentlich schon einmal attestiert hat, dass er nicht mehr auf den Maßnahmenvollzug gehört, sondern in den Normalverzug. Damals hat man ihm quasi noch eingeredet, nein, es ist besser, du bleibst dort. Und man hat ihn dazu gebracht, dass er nicht wollte, eine Verlegung. Jetzt aber, weil seine Anwältin, die Frau Wagner, insistiert hat sehr darauf, ihn überhaupt frei zu bekommen. Die letzten Jahre, weil keine Gefährlichkeit mehr für ihn ausgeht. Sie sagt auch, er hätte keinen Sexualtrieb. Sie würde sogar mit ihm zusammenziehen, weil er so harmlos ist er mittlerweile. Er ist sehr dement, bewegt sich eher mit dem Rollstuhl weiter. Und wenn das Gericht zu dem Schluss kommt, dass er kein Fall mehr ist für die Maßnahme, dann gehört er eigentlich auf den Normalverzug. Und beim Normalvollzug ist halt so, dass muss man ja auch haftfähig sein dafür. Und wenn man halt dann schon entsprechend dement ist oder vielleicht auch sogar pflegebedürftig, wird auch da nicht bleiben können. Das heißt, da wird auch das Gericht möglicherweise zustimmen, ihn in ein Pflegeheim zu verlegen. Das will auch seine Anwältin. Er selbst träumt aber von einem Haus. Am Waldrand mit Ziege und Dalmatiner und einem Verkehrsanschluss, damit er mit dem Zug umfahren kann, weil Führerschein hat er keinen mehr. Ist er da irgendwo auch etwas realitätsfremd, immerhin sein Gesicht? Teils, ist nicht nur in Österreich bekannt, sondern auch international natürlich immer wieder in den Medien gewesen. Könnte er überhaupt so ein Leben führen, das er sich gerade vielleicht ausmalt? Jeder kann sich einen Bart wachsen lassen. Also es ist schon möglich, seine Identität irgendwie zu verschleiern. Wenn seine Opfer sind ja auch quasi jetzt schon seit Jahren leben unter anderen Namen und unerkannt, auch für ihn unerkannt. Weil, die wollen ja keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja. Das ist, ist natürlich möglich, seine Identität zu verschleiern. Ob es realistisch ist, dass er wirklich noch einmal so ein idyllisches Leben führt, ist ich glaube eher, dass er ein Fall für ein Pflegeheim werden wird und dass seine Anwältin das noch schaffen wird, glaube ich durchaus auch. Ich meine, er ist natürlich realitätsfern, weil er ist leicht bis schwer dement. Seine Lieblingssendung im Fernsehen ist, glaube ich, wie mir erzählt wurde, das Schlagerkarussell. Aber er grüßt zurück. Also das heißt, wenn er die Zuschauer sieht, fühlt er sich angesprochen und darum schaut er es jetzt weniger, weil die Leute ihn ja kennen. Wo wir jetzt wieder bei diesem Problem wären, er müsste sich was einfallen lassen, damit man, also, aber wie gesagt, er kann sich ja einen Bart wachsen lassen. Eine Frage habe ich noch. Wie ist denn das damals ins Rollen gekommen? Wir wissen, über 20 Jahre lang hat er seine eigene Tochter festgehalten, mit ihr Kinder gezeugt, auch diese festgehalten. 7, ja. Was war dann der ausschlaggebende Grund? Naja, es sind einfach die Kinder krank geworden und eines davon ist, wenn wir uns noch erinnern, kam auf die Intensivstation und da haben dann die Ärzte halt einfach, er musste das quasi rausbringen, weil er hat, glaube ich, ist schon eins sogar drinnen verstorben, mein Kind. Und das war so schlecht beieinander und er hat es dann zugelassen auf Bitten seines Hauptopfers und hat das Kind dann auf den Spital gebracht und da ist die Sache dann einfach aufgeflogen. Wie hast du ihn persönlich bei der damaligen Gerichtsverhandlung auch wahrgenommen? Hat er da schon Reue gezeigt? War ihm bewusst, welche schwerwiegende Tat er hier begangen? Ich glaube, er ist jetzt reuig, weil er einfach alt ist. Ich glaube nicht, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwann mal das wirklich... Aber da bin ich anderer Meinung als seine Anwälte. Ich glaube nicht, dass er das zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie tatsächlich bereut hat. Er bereut, dass er aufgeflogen ist, glaube ich. Und gar nicht die Tat an sich, so sagt es aus den Waglos. Es hätte er sicher einfach, glaube ich, einfach bis zum Ende durchgezogen. Es ist einfach sein zweites Leben. Das glaube ich nicht, dass er da dass er die jemals freiwillig losgelassen hätte. Lässt sich abschätzen, wie lange es dauern wird, bis hier eine Entscheidung getroffen wird? Er wird heuer fallen. Also im Frühjahr wird die Entscheidung fallen. Aber ich bin kein Prophet und kann nicht sagen, wie es ausgehen wird. Also wie gesagt, einmal hat die Staatsanwaltschaft, die kann ja auch wieder einen Einspruch machen, dass sie das nicht wollen. Und dann muss die Verteidigung wieder einen Einspruch machen. Das ist ja schon ein juristisches Spiel, das geht ja schon seit Jahren. Eine letzte Frage habe ich noch an dich aus deiner Erfahrung. Auch zu den Leichenteilen, die jetzt im Machfeldkanal gefunden wurden. Wie lange dauert es da, zum Beispiel eine DNA-Analyse durchzuführen, diese mit vielleicht einer Datenbank zu vergleichen, um da Hinweise zu bekommen? Also wenn die DNA brauchbar ist, was das halt leider bei einer
ja, ich bin im Fernsehen schwimmen, man kann nicht so sehr ins Detail gehen, aber, ja. aber ist halt einfach sicher auch schwieriger, wenn einen länger im Wasser gelegenen Körper noch der Bauchparitäten herauszubekommen. Am förderlichsten ist sicher da die Zähne zum Beispiel. Ja. Also da kann man über das Zahnmuster, da sind schon sehr viele Mordfälle geklärt worden, aber ja, viele zu sehr haben sich auch schon sehr viele CSI-Folgen gesehen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch noch aus der letzten Zehe. Aber ich weiß nicht, wie lange das im Wasser, das ist eine Sache, die das schon sehr verwässert und verschleiert, die DNA. Aber meistens ist irgendwas dabei.